Jo Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Es ist wieder soweit, ein Monat ist rum, der nächste Otaku kommt. Und heute haben wir den 1. April, das heißt, der Otaku vom März ist dran. Im März war auch die LBM, wo ich einen Tag da war. Deswegen gibt es heute auch noch mangatechnisch einige bis sehr viele April-Neuheiten, also wundert euch nicht. Ich zeige euch aber erstmal, was im März alles soweit erschienen ist, und dann am Ende kommen die April-Neuheiten. Alles klar, wir sehen uns dann gleich nach dem Intro. So Leute, den Anfang macht dieses Mal wieder Bleach. Und ja, wie ihr seht, ist es ein bisschen mehr geworden. Das ist nämlich Band 31. Ich glaube Band 31, wartet. Band 31 bis Band Nummer 50 habe ich mir geholt. Ist jetzt in dem letzten Arc, der in der, also den es auch in der Serie gibt. Der Arc mit den Fullbringern. Wer Bleach kennt, weiß, welcher Arc das ist. Und ich denke mal noch so 2 bis 3 Bände, dann sollte der Fullbringer Arc vorbei sein. In dem Sinn geht das dann über die Serie, wie sie erschienen ist, hinaus. Also über alle 366 Episoden. Und darauf freue ich mich natürlich schon, weil ich dann endlich erfahren kann, wie es weitergeht mit unserem lieben Helden Ichigo. So Leute, weitere Manga, die ich mir geholt habe und welche im März erschienen sind, sind zum einen Haus der Sonne Band 4. Es geht spannend weiter, habe ich auch schon gelesen. Mittlerweile habe ich aus den Manga, die ich mir, also aus den März-Neuheiten und andere Manga, die ich mir im März gekauft habe, bis auf einen alle durchgelesen. Zu den durchgelesen zählt dann auch noch Miracles of Love, Teil 2. Es ist immer noch schön, diese tolle Liebesgeschichte. Und ja, ich will nicht zu viel spoilern, deswegen wechseln wir zu Hineru, wie Motten ins Licht, Band 4. Mittlerweile wird es trauriger um unsere Protagonisten, aber das solltet ihr am besten selbst lesen, denn ich will nicht spoilern. Auch erschienen ist Miyoko Band 7 von Kyoko Kumagai. Die war auch auf der LBM. In Hamburg war sie auch noch gewesen zur Autogrammstunde. Aber mir war das viel zu voll gewesen und deswegen habe ich mich da nicht angestellt. Auch wenn ich liebend gern ein Autogramm gekriegt hätte. Wenn wer eins überhört, ich wäre dankbar dafür. Und ja, weiter geht's mit Yu-Gi-Oh! Holder. Band 7. Immer noch schön, bleibt spannend, bleibt dran. Holt ihn euch, wenn ihr die Reihe lest. Er ist toll. Ich mag ihn einfach immer noch. Dann geht's jetzt los mit 2 Adverse-Manga, die ein bisschen anders sind wieder. Und zwar von dieser Friede, Freude, Eierkuchenwelt zurück in die Zombie-Welt. Igai, The Play Dead Alive. Ja. Bleibt spannend. Ich hoffe, man erfährt endlich mal, wie es zu dieser Zombie-Apokalypse kommt. Weil das ist ja noch nicht mal angeschnitten worden. So. Das ist einfach nur ein Kampf mittlerweile Menschen gegen Zombie, so wie sonst auch immer. Aber gut, wechseln wir zu Fort of Apocalypse Band 3. Bleibt spannend. Es gibt ziemlich eklig menschenhundeartige Wesen, die verfickt eklig sind und ja. Wenn ihr die Reihe angefangen habt, lest sie. Wenn ihr Zombie-Fan seid, lest sie. Ich finde sie ist ganz gut. Und man erfährt auch so ein bisschen was mittlerweile über die einzelnen Hauptcharaktere. So ein bisschen was zumindest. Und was ich ziemlich schön finde. So, kommen wir jetzt zu dem einzigen Manga, den ich noch nicht aus der März-Reihe durchgelesen habe. Und ich habe sogar noch ein paar Manga da hinten liegen. Der einzige Manga, den ich bis jetzt aus der März-Reihe noch nicht durchgelesen habe, ist Goldfisch Band 2. Ist ja anscheinend in 3 Bänden abgeschlossen. In einem halben Jahr wissen wir dann, wie es um den guten Moray ausgeht. Und ja, ich habe den Namen hier gerade nicht nachgelesen. Nein, natürlich nicht. Weil ich jeden Namen, der in irgendeinem Manga ist, auswendig kann. Genau. Ich weiß, ich lese den gerade, aber trotzdem kenne ich den Namen nicht alle auswendig. So, weitere Manga sind Tokyo Ghoul Reband 4 und es bleibt einfach nur extremst spannend. Es bleibt extremst spannend. So, A Silent Voice Band 5. Hat einen scheiß Cliffhanger.
Ich will nicht sagen, warum, es hat einen scheiß Cliffhanger. Ich will wissen, wie es weitergeht. Ich werde mir den Film holen, sobald dieser rauskommt, und ich werde ihn auch, wenn er im Kino kommt, werde ich ihn im Kino gucken. Das steht schon mal ganz fest. Okay, ja, auf jeden Fall A Silent Voice Band 6, Mann. Band 6. A Silent Voice Band 6 werde ich mir definitiv gönnen. Und dann kam wieder dieser eine Manga, wo ich so dachte, ja, er ist wieder da. Und ich spreche von Darwin's Game. Band 9. Spannend wie eh und je. Ich freue mich auf Band 10. Kann ich nicht mehr zu sagen. Ich will euch nicht spoilern, wenn ihr Darwin's Game lest. Ich habe übrigens auf dem Rückweg von der Shisa jemanden kennengelernt, der Darwin's Game auch liest. Und der liebt den Manga auch. Und der ist auch mega geil, Leute. Ich bin total gehypt gerade wieder. Oh mein Gott, ich will weiterlesen. So, Leute. Dann habe ich von einer gewissen Person ein Manga empfohlen bekommen, so nach dem Motto, den musst du lesen. Und Leute, den müsst ihr auch lesen. Denn ich rede von XXMe. Und ich habe mir so gedacht, ach, komm, ich hole mir nur ein Band, es gibt 19 Bände, ich hole mir ein Band. Und dann habe ich so gedacht, hey, wenn ich den lesen muss, hole ich mir gleich mehr. Und ich habe mir gleich Band 1 bis 6 geholt. Und ich muss sagen, der Manga ist geil. Der Manga ist wirklich geil, also wenn ich es so beschreiben kann, ich lese ihn und ohne Witz, ich habe die ganze Zeit, so doof es klingt eigentlich, die ganze Zeit so ein leicht flaues Gefühl und Herzklopf. Also ein flaues Gefühl im Magen, nicht weil ich Hunger habe oder sowas, sondern einfach flaues Gefühl im Magen und Herzklopfen nebenbei. Also ich finde den Manga echt klasse, gefällt mir, ich werde mir auf jeden Fall die restlichen 13 Bände demnächst kaufen. Heißt, die werdet ihr dann im April-Haul wahrscheinlich sehen. Und ja, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt einfach mal zu den Neuheiten aus dem April. Und ja, ich würde sagen, wir fangen damit mal an. So, Leute, ich habe die gerade sortiert. Es gibt einmal einen kleinen Stapel von Manga, die abgepackt sind, und einmal einen, von dem die halt nicht abgepackt sind, heißt also nicht in Folie. Zum einen wäre da Radiant Band 2 mit einer, ich glaube, fast zweimonatigen Verspätung ist Radiant jetzt endlich bei Paramount erschienen. Paramount hat auch, ich glaube, wieder zwei neue Manga. Ich weiß jetzt nicht, wie der eine heißt, aber es geht auf jeden Fall um Piraten und den will ich mir auch holen, weil der Zeichenstil sieht geil aus und es interessiert mich einfach, weil ich sowieso Piraten sehr gerne habe. Radiant ist ein geiler Manga, gefällt mir auf jeden Fall, ist auch vom französischen Manga-Cover, war das, glaube ich, ja, Tony Valente. Und ja, gibt nicht viel zu sagen, der Manga ist gut und gefällt mir so, wie er ist. Final Fantasy Type Zero, Dämon mit dem Eisschwert. Oder der Krieger mit dem Eisschwert, was auch ein Dämon sein kann, weil er in einem Band Dämon genannt wurde. Und jetzt lass mich in Ruhe, auf jeden Fall. Band 5 ist draußen. Und ich habe ihn noch nicht gelesen und freue mich drauf, ihn zu lesen. Wer hätte das gedacht? Ich höre ihn nämlich nicht. Weiter geht's mit The Wrath of the End, Band 7. Es geht weiter und bleibt spannend. Perverse Fights, ein Typ, der sich nicht von Mädchen aufgehen lassen darf. Darum geht's in Drank's Writing. Holt ihn euch. Ich freue mich auf jeden Fall Band 6 lesen zu dürfen. Habt ihr Hunger, Leute? Habt ihr Hunger? Wollt ihr einen Burger? Wollt ihr was Vernünftiges essen? Was Leckeres, Gewürztes? Wollt ihr Hunger kriegen bei einem Manga? Wenn ihr einen Manga lest, wollt ihr da Hunger kriegen? Nein? Dann solltet ihr ihn vielleicht nicht lesen. Und zwar Food Wars Band 7. Ich lese ihn trotzdem und habe nebenbei irgendwie einen Apfel oder so parat. Weil ich kriege irgendwie immer Hunger, wenn ich Food Wars lese oder auch die Serie gucke. Könnt ihr mir mal reinschreiben, wenn ihr Food Wars guckt oder liest, kriegt ihr dann auch Hunger? Also Appetit oder sowas? Würde mich mal echt interessieren. Oh Gott, ich fuchte mit meiner Hand hier rum, das mache ich sonst nie. Ich sollte damit aufhören. Nee, würde mich mal interessieren, ob es euch da genauso geht wie mir oder nicht. Oder ob ich nur ein bisschen bin. Ich weiß es nicht. Dann habe ich noch Nisekoi Band 18 und ich sag immer wieder, Nisekoi geht bald zu Ende in Deutschland. In Japan ist ja schon zu Ende und es sind jetzt noch 6 Bände. Ich freue mich auf jeden Fall weiterzulesen. Abgepackte Manga für diesen Monat. Attack on Titan Band 18, es bleibt spannend. Ja, da ist Levi im Hintergrund. Eine gewisse Person mag Levi. Ja, ich werde jetzt nicht sagen, wer. Dann Osama Game Origins Band 2. Die gleiche Person, die Darwin's Game mit mir so gehypt hat, hypt auch Osama Game. Und der Kerl hat schon online weitergelesen. Aber er hat mich nicht gespoilert. Das finde ich toll. Grüße an dich.
Ein neuer Manga ziert meine Reihe. Oder eine neue Reihe ziert meine Manga. Tabu Tattoo mit einem Kärtchen drin. Sieht sehr schön aus. Ich weiß nicht, worum es geht. Hier steht nur drauf, beiß die Zähne zusammen, selbst wenn es brennt wie verrückt. Denn dein Tattoo ist der Schlüssel zur Weltwahrheit. Oh, okay. Ich werde ihn auf jeden Fall lesen. Resümee gibt's demnächst. My Hero Academy Band 5. Es leuchtet wieder im Dunkeln und hat ein Poster mit drin. Steht hier zumindest hinten mit drauf. Also My Hero Academy hat echt immer viele Extras dabei. Sticker, Pappaufsteller und sowas alles. Finde ich cool. Prison School Band 13. Es wird witzig. Es wird einfach nur noch witziger. Ich freue mich echt drauf weiterzulesen. Ich habe die Reihe auch noch einigen anderen Menschen empfohlen. Und ja, die finden ihn auch mittlerweile sehr, sehr gut. So, Corps Party Band 10. Ist dies jetzt... Okay, ich wollte gerade sagen, ist dies der Abschlussband oder nicht? Hier steht das sogar in gelb. Vielleicht könnt ihr es lesen. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, die Kamera macht das scharf. Da steht auf jeden Fall der Abschlussband. Endlich, endlich haben wir Corps Party abgeschlossen. Und damit wird dann, ich glaube, April, Mai, Juni, irgendwie so. In dem Zeitraum beginnt dann auch die dritte Corps Party Reihe. Und ein weiterer Manga, den ich mir geholt habe, I am a Hero, Band 18. Endlich geht's weiter. Ich hoffe, es geht mal wieder mit dem Protagonisten weiter und nicht wieder mit irgendwelchen anderen Dudes, ne? Weil das ist ja in dem Manga ziemlich oft so, was ziemlich verstörend ist, dass auf einmal andere Charaktere da sind. Und dann habe ich noch was anderes. Und an dieser Stelle grüße ich Sascha, denn ich habe einfach schon One Punch Man Band 5 samt Schuba und mit irgendeinem Extra drin. Ich weiß nicht, was da drin ist. Ja. Ich habe ihn schon, du nicht. Er sieht schön aus. Guckt ihn euch an, er ist cool. Einige sagen, Schuba sind überflüssig. Ich finde diese Schuba aber schön, weil man kann seinen Manga dann so schön wie ich hier oben so aufeinander stapeln. Und ja, ich werde euch sowieso noch mal eine kleine Roomtour zeigen, wenn hier alles fertig ist, auch hinter mir und sowas. So, das war's dann mit den Manga. Ich habe mir 2 Filme gekauft, und zwar einmal The Anthem of the Heart. Schöner, trauriger Film von A1 Pictures, lizenziert von Anime Peppermint, also Peppermint Anime. Ja. Und einmal die Steelbook zu Kikis kleiner Lieferservice mit der kleinen Münze drin. Ich habe ihn immer noch nicht geguckt. So Leute, ich war ja auf der LBM gewesen. Dort gibt es jetzt auf diversen Cons immer Merch in a Dice für 25 Euro. Und der fällt schon fast auseinander. Also das ist sowas wie eine kleine Loot-Chest, allerdings hat sich das eigentlich nicht gelohnt, bloß wir wollten das mal ausprobieren. Und wartet. Das war da drin gewesen. Für 25 Euro. Eine Figur, ein One-Piece-Schlüsselanhänger und ein Handy-Anhänger oder so, keine Ahnung. Sowas hier. Super! Ich weiß nicht. Ja gut, ne? Ja gut, für 25 Euro, wer weiß. Ne? Aber auf jeden Fall läuft das so ab auf den Conventions. Ich stelle das jetzt mal hier so hin. Das kann sein, dass es gleich umfällt, ist aber auch egal. Das ist so, ihr kauft eine Box, dann dürft ihr dreimal würfeln. In diesem Würfelbecher sind 3 Würfel drin. Und wenn ihr dreimal die 6 kriegt, kriegt ihr diese Merch in the Dice Box halt umsonst. Und sonst müsst ihr halt die 25 Euro zahlen. Und ich glaube, den einen Tag war von allen LBM-Besuchern, haben das 15 Leute oder so gerade mal geschafft am Samstag. Das ist echt prozentual sehr, sehr wenig, wenn man bedenkt, wie viele Leute da waren. Aber gut, wer sowas mag, ne? Ich würde mir jetzt beispielsweise lieber eine Loot Chest holen oder sowas. Oder eine Wutbox oder was weiß ich, halt sowas anderes, wo ich dann weiß, wo auch ein bisschen mehr Kram drin ist, wo es dann heißt, so mindestens 5 Teile und nicht nur so maximal 4 oder so, und ich habe nur 3 gehabt und na, dann habe ich mir, ich weiß auch nicht, was ich damit soll, beim KSM-Stand 2 Poster geholt. Und wie gesagt, ich weiß echt nicht, was ich damit soll. Und ich habe es jetzt auch einfach hinfallen lassen. Und sie haben sich zusammengeklappt. Was mega cool ist, was heißt, ich kann zaubern. In der Künstlerecke war ich auch noch gewesen. Dort habe ich mir von dem guten Christian Allmann ein paar Bildchen geholt. Der ist ja auf den Messen immer mit Chairman Sonic
den ich ja auch letztes Mal schon verlinkt habe. Das Tutorial-Bild habe ich im Übrigen zweimal geholt. Das bekommt eine bestimmte Person. Hallo, Grüße an dich. Und ja, dann war ich noch bei Luna-chan. Also ich war noch bei Luna-chan am Stand gewesen. Und die war auch das erste Mal da. Und ich habe mir einfach so viele Godlike-Bilder geholt. Oh, ich liebe ihren Zeichenstil einfach. Ich weiß nicht. Ja. Und was mir nicht aufgefallen ist, das habe ich zweimal bekommen, obwohl ich mir ein anderes ausgesucht habe. Finde ich schade, aber okay. Es wird übrigens sein, ich habe mir Postkarten von Luna-chan geholt. Die werde ich dann da hinten so an den Baum hinhängen und sowas, ne? Wisst ihr Bescheid? Dass das dann alles sehr schön aussieht und viel schöner als sonst. Dann war ich noch bei Panzuchu gewesen, hab mir dieses tolle kleine Book geholt und hab die Postkarte geschenkt gekriegt und hab noch ein Bild dazu gekriegt von diesem schönen Katzenmädchen, von diesem Neko. Und ja, das darf ich ja nicht zeigen, weil FSK 18 und sowas, und jo, löschen wir es einfach beiseite. Ach ja, hier so nochmal eben die von den Postkarten, von denen ich gesprochen habe, von Shaman Sonic. Hier, da Link alles in der Videobeschreibung. Allgemein alle Links von Künstlern oder sowas, die ich getroffen habe, mit denen ich geredet habe, von dem ich was gekauft habe und sowas, befinden sich unten in der Videobeschreibung. Und Leute, jetzt passt auf, jetzt kommt das Highlight. Ich habe mir eine Sache gekauft, die ich mir schon immer irgendwie gewünscht habe. Denn, wie ihr wisst, bin ich riesengroßer Final Fantasy und auch Kingdom Hearts Fan. Und jetzt passt auf. So Leute, passt auf, vielleicht hört ihr schon irgendwas. Aber ich musste es mir einfach holen. Ich musste mir mein eigenes Schlüsselschwert holen. Ist das Teil nicht geil? Ist das Ding nicht geil? Oh, ich bin so gehypt da drauf. Ich werde mir das auch hinten an die Wand hängen. Oh, ist das cool, so sein eigenes Schlüsselschwert zu haben. Macht schon Spaß. Herzlose, ihr könnt kommen. Hater, ihr könnt kommen, ihr kriegt einfach welche mit dem Schlüsselschwert übergebraten. So Leute, und ich würde sagen, das war's mit diesem Video von mir. Ich hoffe, das Video hat euch soweit gefallen. Falls ja, wisst ihr, wie ihr das zeigen könnt. In der Endcard sind noch ein, zwei Videos verlinkt. Oder ein Video und eine Playlist, wie auch immer. Schaut dort vorbei, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüss.